Herzlich willkommen aus der Sirup-Kurve für die jungen Fans vom FC Winterthur. Ein weltweites Unikat seit 18 Jahren. Matchvorschau mit dem Patrick Rahmen und dem Alexandre Jankowitz, BSC Young Boys gegen FC Winterthur. Herzlich willkommen, Patrick Rahmen, zum Matchvorbereitungsinterview BSC Young Boys gegen FC Winterthur. Wir sind hier in der Sirup-Kurve für die jüngsten Fans vom FCW. Hast du als Kind auch einen Lieblingsspieler und einen Lieblingsclub gehabt, wo du mit dem Liebling rumgelaufen bist? Ja, ich habe mehrere Lieblingsclubs gehabt, aber ich kann mich schon erinnern, als Junior ist doch AC Milan ist so ein Favorit gewesen, mit dem Van Basten, Gullit und Rijkaard. Das ist so die mit den drei Holländern, die den Verein extrem prägt haben, Franco Baresi und Maldini, der sehr jung war, ist dort das ist so ein bisschen mein Verein. Ich bin ja gerne auf Mailand gegangen an die Match und San Siro. Das ist auch immer ein Erlebnis mit einem riesen Stadion. Das ist eigentlich so ein bisschen, wie es heute geblieben. Mein Sohn ist so ein Inter-Fan und da haben wir so unsere Fights daheim im Wochenende werden eben gewinnt und dann nachher manchmal eben noch das Derby ist und dann ist da immer interessant. Ja, interessante Geschichte, oder? Mit Inter und Holländer. Wenn wir da gerade anschliessen, verstehst du dich als Trainer von der holländischen Tradition? Nein, jetzt nicht wirklich so. Also, ich meine, für mich ist auf der Van Basten, als ich selber Stürmer war, ist das natürlich zu dieser Zeit so ein außerordentlicher Stürmer, der viel Goal gemacht hat, auch außerordentliche Goal. Und also einfach das, die Kombination von Dynamik, Technik, Zielstrebigkeit vom Goal, das ist schon unheimlich. Ein kompletter Spieler gesehen, der einen beeindruckt hat. Und das ist auch das, was mir noch geblieben ist. Aber ich glaube, grundsätzlich ist schon auch, ich bin einer, der bevorzugt, auch Gegner können zu bespielen. Und natürlich weiss ich, dass es sehr wichtig ist, gegen den Ball auch gut zu arbeiten. Aber es ist auch eine grosse Herausforderung. Und auch der schwere Teil, glaube ich, einer Mannschaft, können eine Entwicklung im Ballbesitz können zu vermitteln. Aber natürlich, wenn ich es von Anfang an gesagt habe, in Winterthur, wir wissen genau, was uns ausmacht, was für uns wichtig ist. Und darum ist das andere so ein Teil, den wir uns verbessern wollen. Aber das Spiel gegen den Ball, das wir in den letzten Wochen sehr gut gemacht haben, bis jetzt einfach das Basisspiel an, muss unsere Basis ausrichtig bleiben. Ideale Überleitung zu meiner nächsten Frage. Wir haben jetzt zwei Spiele gehabt gegen Luzern und Basel. Was hat dir an deiner Mannschaft gefallen? Ja, gefallen hat mir eben, dass wir schon als Team wirklich einen guten Spirit auf den Platz gebracht haben. Ich glaube, in beiden Matchen hat er gesehen, dass das Team voreinander einsteht, dass man einander unbedingt will unterstützen. Und das ist mir auch extrem wichtig, dass wir einen unglaublichen Teamspirit auf den Platz bringen können. Und dann ist es natürlich auch so, dass wir trotzdem 5 Gegengol haben. Ich glaube, dass wir in der letzten Woche gegen den Ball sehr gut geschafft haben. Und dass wir in beiden Matchen Spielphasen hatten, wo wir den Gegner wirklich unter Druck setzen konnten. Ich glaube, die zweite Halbzeit gegen Luzern ist wirklich richtig gut gewesen. Wir haben viele Chancen rausgespielt. Und auch gegen Basel, viele sagen, dass wir in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel gemacht haben. Ich finde, wir sind besser gewesen als Basel, aber wir haben für meine Verhältnisse nicht so ein gutes Spiel. Wir haben viel zu viele einfache Ballverluste gehabt. Wir sind auch nicht so, wir haben nicht wenig Ruhe am Ball gehabt. Und in der zweiten Halbzeit, obwohl es ein bisschen gegen das Resultat spricht, haben wir einen im Ballbesitz viel besser gespielt gehabt. Wir haben die Viertelstunde nach der Halbzeit sind wir richtig gut rausgekommen. Haben eigentlich, bis zum 2-1 vom FCB haben wir eigentlich das Spiel im Griff gehabt. Wir bekommen dann ein sehr unglückliches Goal. Was uns dann aber nicht passieren darf, ist nur 3 Minuten später gerade das 3-1 bekommen. In einer Situation, in der wir in der Defensive eigentlich in der Vorteil gesehen sind. Und dass der Dänen da, dort hat, sich können durchsetzen konnte. Das sind so Sachen, da werden wir uns einfach noch clever, wo wir so verhalten. Nach dem 3-2, das wir geschossen haben, haben wir doch auch noch eine Phase gehabt, wo wir Basel extrem in Bedrängnis gebracht haben. Und auch hier ist es ähnlich wie gegen Luzern. Da hat dann einfach das Goal hat einfach gefehlt, wo man unbedingt hätte schiessen müssen aufgrund der Chancen, von der Qualität der Chancen auch. Und darum ist es für mich jetzt so, dass wir irgendwo auf einem guten Weg sind. Das kann man absolut sagen. Aber ich bin absolut nicht zufrieden mit der Punkteausbeute. Es kann sein, dass Luzern sehr gut spielt und wir in Basel nachher auch einen sehr guten Match macht. Dann nachher kannst du mit diesem Punkt leben. Aber ich glaube, wenn man beide Spiele jetzt einfach analysiert,
dann ist es schade, dass wir nur einen Punkt haben. Ja, wir haben ja wieder eine Möglichkeit, gegen eine gute Mannschaft Punkte zu holen. Basel hat vor dem FCW-Spiel 2 Niederlagen gehabt. IB hat überraschend gegen Yverdon Punkte abgegeben. Jetzt als Trainer überlegt man sich da manchmal, zweimal Pech, der Gegner muss jetzt ausgerechnet gegen uns reagieren. Oder blendet man das komplett aus? Ja, ich hatte schon drei Gegner, die alle eigentlich sehen, davon in der Rolle sind gegenüber uns. Und jetzt ist es wieder ähnlich. Und natürlich sind so Gegebenheiten, dass Basel die ersten zwei Matches nicht gewonnen hat, das hat es nicht einfacher gemacht. Weil sie sind wirklich zu einer Reaktion praktisch gefordert gewesen. Und jetzt ist IB wieder ähnlich. Sie haben den ersten Match gegen Lausanne in der letzten Minute gewonnen. Dann gegen Yverdon jetzt haben sie müssen den Ausgleich kurz vor Schluss noch entgegennehmen. Auch sie werden ein bisschen Druck haben, weil die Erwartungshaltung ist gross. Und das wird vor allem am Anfang entscheidend sein. Sie werden kommen, mit ihrer physischen Ausrichtung werden sie sehr viel Punch auf den Platz bringen. Und da müssen wir von Anfang an bereit sein. Aber ich meine, ich bin jetzt gut vorbereitet und wir rechnen uns auch wirklich auch Chancen aus, aufgrund der ersten zwei Matches auch in Bern etwas zu holen. Ja, man muss bereit sein, hast du angesprochen. Was braucht es sonst noch, um in Bern zu punkten? Ja, ich glaube eben, wir dürfen dann die Sachen, die wir dann gegen den FCB ein bisschen zu viel zugelassen haben, sie haben sie dann auch sehr effizient genutzt aufgrund der Anzahl Chancen, aber da müssen wir einfach nochmal eine Schippe drauflegen, dass wir das nicht zulassen. Und es ist klar, in den Phasen, wo wir natürlich auch Dominanz haben oder wo wir auch unsere Chancen ausspielen, dass wir dann nachher dann auch zuschlagen, dass wir zielstrebig sind, dass wir auf den letzten Meter, dass wir auch mit Überzeugung in den Abschluss reingehen und dann die Chancen auch nutzen tun. Aber was sehr positiv ist natürlich, dass wir sehr viele Chancen jetzt ausgespielt haben in diesen zwei Matchen. Das konnte ich auch bestätigen gegenüber dem Vorbereitungsspiel. Und für mich ist immer ein gutes Gefühl, auch wenn man die Chancen ausspielen tut. Weil ich glaube, es ist immer schwieriger, wenn man dann wenig Chancen hat und aus wenig Filmen machen. Wir müssen jetzt schauen, dass wir das weiter können, so auf den Platz bringen können. Und dann bin ich auch überzeugt, dass wir dann auch die Chancen können nutzen können. Jetzt haben wir in Basel zwei Goal gemacht, das müssen wir auch sehen, sie müssen auch zuerst machen und faktisch müssten wir 3-4 machen. Und das zeigt ja schon, dass wir doch auch viele Argumente in diesem Bereich auf den Platz gebracht haben. Ja, schön. Ja, dann sind wir gerade beim Abschluss dann noch. Im Hinblick eben auf das IB-Spiel gibt es noch Informationen zum Kader, gibt es verletzte Spieler, gesperrte ja zum Glück noch nicht. Der Roman Buss hat leider eine leichte Zerre geholt, der wird sicher nicht dabei sein in Bern. Rodriguez und Gelmi sind beide immer noch rekonvaleszent. Die kommen langsam wieder zurück. Also vielleicht nächste Woche wieder auf dem Platz, übernächste Woche wieder mit der Mannschaft. Also ein bisschen der Ablauf, der könnte passen. Also. Und der Granit Lekai ist wieder zurück als Option. Er hat jetzt mittrainiert die letzten zwei Wochen und steht wieder zur Verfügung. Und bei Musarats müssen wir noch mal ein bisschen warten, weil eigentlich bei ihm war auch Plan gewesen, dass er jetzt auf das Spiel wieder zurückkommt, hat aber noch einen Schlag auf den Fuß bekommen. Er wird am Dienstag gegen Zürich voraussichtlich wieder einen Einsatz haben und dann eventuell gegen GC dann auch dabei sein. Ja, als Trainer ist man froh, wenn man ein breites und einigermaßen ausgeglichenes Kader hat, dann kann man reagieren. Ja, wir wünschen viel Glück in Bern am Samstag und hoffen auf einen Haufen Punkte. Herzlichen Dank, Patrick Rahmen. Ja, merci. Bonjour et déjà merci pour le bienvenue à Winterthur. Je suis très content d'être ici. Et justement, la saison passée, surtout avant de venir à Winterthur, je regardais souvent les matchs de Super League et Winterthur en particulier parce que justement, il y a mes collègues avec qui j'étais en équipe suisse qui jouaient, comme Samy, que ce soit Matteo ou Adi. Donc je regardais aussi les matchs de Winterthur en particulier et je suis très content d'être ici. Oui. Avais-tu un joueur et un club préféré quand tu étais enfant? Quand j'étais petit, j'aimais bien Barcelone, j'aimais bien regarder Barcelone ou Real Madrid. Il n'y avait pas vraiment une équipe que j'aimais bien, je regardais un peu tout. Tu as joué à Southampton pendant ta jeunesse. Comment as-tu vécu cette période? Franchement, c'était une bonne période pour moi. Je pense que ça a été un bon apprentissage. J'ai appris l'anglais, une langue que je ne pratiquais pas avant.
Et franchement, ça s'est bien passé. J'ai eu la chance de faire mes débuts en première ligue. Et franchement, c'était top. Oui, et quelles sont tes qualités comme un footballeur? Je pourrais me décrire comme un milieu défensif qui est capable de récupérer beaucoup de ballons et aussi pouvoir aller dans le box aussi, finir dans les 16 mètres. Je dirais plus que je suis un joueur box-to-box. J'aime bien courir, que ce soit défensivement ou offensivement. Oui. Voilà comment je me décrirais. Oui. Tu as joué 50 matchs pour les équipes suisses des jeunes, seulement 20 pour le mois des 21 ans. Quels ont été tes temps forts? Justement, ça, j'ai quand même fait, comme vous l'avez dit, j'ai fait assez de matchs avec l'équipe suisse Monde 21. Je pense que ça a été bien pour mon apprentissage. On avait un bon groupe et ça a été un plaisir d'avoir pu jouer avec eux, franchement. Oui. En football, les Camerounais sont considérés comme les Allemands d'Afrique. Qu'est-ce que tu relis émotionnellement au Cameroun? Justement, c'est le pays. C'est mon pays d'origine, voilà, le pays de ma mère qui est camerounaise. Et bah, justement, je suis d'origine camerounaise et j'en suis très fier aussi. Oui, nous avons l'impression que Samy Ballet a travaillé plus fort défensivement depuis que tu as rejoint l'FC Winterthur. Que lui as-tu fait? Non, rien. Après, justement, il y a... Je pense que c'est le groupe aussi. On sait que cette saison, ça va être important que tout le monde fasse les efforts pour l'équipe. Et c'est ce que tout le monde essaye de faire, que ce soit lui ou quelqu'un d'autre. On essaye tous de travailler comme une équipe. Du coup, ça se passe bien. Je suis content. Oui. Quelles ont été les émotions suscitées par le fait de jouer samedi contre eBay, où tu as joué aussi? Franchement, c'est vrai que c'est spécial de jouer contre... contre eBay, mais après, moi personnellement, ça va pas me changer grand chose. Je vais préparer mon match de la même façon que je prépare tous mes autres matchs. Et après, bah voilà, pendant 90 minutes, je vais donner le maximum. Et après, bah voilà, le match sera terminé. Mais ça ne change pas grand chose pour moi. Une préparation comme toujours. Exactement, je vais pas changer mes habitudes, ce sera toujours pareil. C'est bien. Et quel genre du match t'attends-tu contre eBay? Je pense que ça va être un match avec beaucoup d'intensité, que les deux équipes vont se rentrer dedans dans les duels et qu'après justement le résultat va se... ce sera par rapport à des petits détails que l'une des deux équipes l'emportera, je pense. Merci Alexandre, nous te souhaitons ainsi que à l'équipe bonne chance à Berne et 3 points. Merci beaucoup, très content d'être ici et passez une bonne journée, merci beaucoup. Bonne journée. Merci.